Ja Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Beim letzten Mal war ich leicht angepisst wegen Serana. Deswegen habe ich die Olle mal da hinten geparkt irgendwo und hoffe, das funktioniert. Ja, und mit der dicken Vermutung, dass es hier gleich richtig abgeht, habe ich die Folge beendet und wir machen jetzt hier weiter. Ich schließe hier auf. Please open that door. Der ist doch gleich... Hier geht's doch gleich. Hier ist doch gleich... Halligalli. Drecksau-Party. Auf was steht der da? Auf schimmerndem Gestein? Ist das irgendwie Ethereum oder sowas? Ich bin so unfassbar misstrauisch, dass hier keine Falmer sind. Das hältst du doch im Kopf nicht aus. Vielleicht hätte hier Serana irgendwelche Tipps gegeben. Bumm! Bumm! Falmer Schattenmeister, check. Falmer, check. So läuft's. Und so muss es mit dem Schleichcharakter auch laufen. Und nicht dieses ständige Entdecktwerden. Das ist nicht Teil der Abmachung, hätte ich fast gesagt. Es gibt ja keine Abmachung. Nee, irgendwie muss es für mich mit dem Schleichcharakter muss es eben genau so laufen. Man wird nicht entdeckt. Man macht aus der Verstohlenheit mehr Schaden. Dreifacher Schaden ist schon heftig. Zweifacher Schaden hätte es hier meiner Meinung nach auch getan. Dreifacher Schaden macht die ganze Geschichte schon sehr overpowered. So, an dem Klingelingeling-Glöckchen gehen wir mal vorbei. Und wir scheinen hier tatsächlich auf dem richtigen Weg zu sein. Ja. Und Serana scheint tatsächlich stehen zu bleiben. Sie ist dann wahrscheinlich am Ende wieder da, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, einen wichtigen Punkt erreicht haben oder so. Vielleicht wartet sie aber auch ewig da. Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich jetzt auch ein bisschen Scheiße gebaut, aber es ging mir einfach in der letzten Folge schon wieder zu sehr auf die Nerven, dass sie den ganzen Raum gepult hat. Ja. Nö, habe ich echt keine Lust drauf. Hätte ich Lust drauf, wenn ich immer noch auf der alten Skillung wäre, hätte ich damit kein Problem, wenn wir mit Feuerbällen um uns schießen und mit... zwei Dolchen mit zwei Äxten um uns hauen. Da hätte ich überhaupt kein Problem mit einer schweren Rüstung an. Aber als Schleichcharakter mit der leichten Rüstung muss das nicht sein. Oh, hier ist aber plötzlich so hell. Da hinten schleicht ein Falmer rum. Warum ist hier super fiese Bossmusik und warum treffe ich diesen Falmer nicht? Boah, unzerstörbare Tür ist unzerstörbar. Ich habe ihn noch vorhin getroffen. Na bitte. So, und jetzt nur noch erfolgreich den Falmer erledigen, den ich aber gerade nicht sehe. Das gefällt mir nicht. Jetzt zauber ich. Unsere Zauber sind ja noch nicht, ja, es gibt einen Perk, wo die Zauber lautlos sind, wenn man sie zaubert. Wo ist der Falmer hin? Freunde. Warum fängt hier ständig fiese Bossmucke an? Hello, Baby. Ach, deswegen.
Nee. Läuft da hin? Nee, nee, wir halten uns schön bedeckt. Das hat mir nicht gefallen. Hat der irgendwas ausgelöst? Hallo, hast du was ausgelöst? Hast du dich jetzt voll stark gemacht und so? Okay, er hat unsere Aggro verloren. Kommt da. Normaler Fall mal. Ich habe aber rechts auch gerade jemanden gesehen. Ja, Wumms. Was machen die da alle hinter dem Wasserfall? Ich will da nicht hinlaufen. Nicht, dass ich in, was weiß ich, wie viele Falmer reinlaufe. Denn das wäre ziemlich sicher unser Todesurteil. So stark wir sind, wenn wir aus der Verstohlenheit angreifen, so schwach sind wir, oder so verhältnismäßig schwach sind wir, wenn wir eben in den Nahkampf müssen. Auch der Hetzer ist da hinten hingelaufen. Und hier ist so eine dicke Immer-Mörder-Boss-Truhe. Mit drei Dietrichen und 160 Gold und so. Und einen Vulkanglasbogen und Zeug, was wir nicht brauchen. Okay. Speichern wir ab und begeben uns hinter dem Wasserfall. Lichter. Okay, alles cool. Kein Plan, wo der Hetzer hingelaufen ist. So, die Falle hätten wir erstmal ausgelöst. Ich guck mal auf die Karte. Die Karte ist nicht aussagekräftig, weil hier alles nach einem riesen Raum aussieht, was aber nicht der Fall ist, weil es alles wieder über mehrere Etagen verteilt ist. Steht hier keiner rum? Aha. Oh, fuck. Oh. Jetzt geht's nämlich los. Ja, hätten wir jetzt auch... auf der Armbrust bleiben können. Irgendwer sieht uns noch. Das ist uncool. I don't like that. Es wäre etwas cooler, wenn sich das Auge langsam mal wieder schließen würde. So will ich das haben. Okay. Die haben ihre Aggro verloren. Und wir sind wieder versteckt. Alles top. Okay, wo auch immer die sind. Warum ist der jetzt rausgeflogen? Und gleich kommt er mir entgegen und ich krieg den Mörderschreck. Wo fliegen die alle hin? Bam! Ich würde den gern töten, sonst kommt der hier irgendwann angeflogen und ich krieg einen Schock fürs Leben. Okay. Okay. Haha. 10 Gold habe ich diese Falle umgangen. Alchemielabor. Das brauchen wir ja nun nicht. Und der Truhenloot war wieder für den Arsch.
Jawohl. Volltreffer. Gut, den Raum hätte man sich auch schenken können. Im Nachhinein. Bist du ein Gegner? Ja, du bist der Kriegshetzer. Ist das wieder so ein Typ? Ist das wieder so ein oller Typ, der uns irgendwo hinlockt? Chaosjäger, Zwergenbolzen, Speicher. Falmer Kriegshetzer. Der hat auch gar nicht die Muße, uns anzugreifen oder so. Gar nix. Hier komme ich doch niemals heil durch, ohne an das Gebimmel zu stoßen, wollte ich sagen. Habe ich aber geschafft. Und wir sind weiter auf unserem Weg durch die... Heißt es eigentlich immer Schwarzfell oder Schwarzfall? Schwarzfallpassage heißt es. Ich habe arschkalte Pfoten, die Heizung ist an und hier tut sich nichts. Es ist einfach rotzekalt. Mano. Ich friere mir die Finger ab beim Aufnehmen. Das ist voller Einsatz. Hörst du auf, sie zu heilen? Du Alter, das war übrigens der Kriegshetzer, den wir da gerade zerlegt haben. Und wir haben hier gesehen, der hält ordentlich was aus. Der hat einen Schleichschuss abbekommen, ganz am Anfang der Folge, ihr erinnert euch. Und hat dabei nicht viel Leben verloren. Das heißt, die sind, die haben richtig gut was auf dem Kasten. 114 Zwergenbolzen nur noch. Das will ich auch nicht so recht gut finden. Aber wir sind ja hier leider nicht in einer Zwergenruine, wo wir ab und an nochmal Bolzen gefunden haben oder finden können. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Hinten liegt eine Leiche. Ein Skelett. Gucken wir uns mal an. Liegt auf jeden Fall ein Beutel neben dem Skelett. Erstmal durchsuchen wir das Skelett. Und nehmen 5 Gold mit. Und dann durchsuchen wir den Beutel. Oh, hoho. Und finden 2 große Heiltränke. Wie cool ist das denn? Also 2 Mörder-Mega-Killer-Heiltränke. Halt, Full Heal. Boah, wie wir mit Zaubern wesentlich schneller schleichen als mit Waffe. Oder das kam mir gerade nur so vor. Serana? Nee. Aber Serana hat gerade eindeutig ihre Waffe gezogen. Schwarzfallpassage, 2. Notiz. Haben wir wohl leider Gottes die erste Notiz verpasst? Kettenzüge und Fallen. Was immer sich auf der anderen Seite befindet. Okay, hier sind 2 Seilzüge. Wir lesen uns mal die Notiz durch. Und Serana erzählt uns immer noch die wichtigen Sachen, obwohl sie nicht mehr bei uns ist. Nett gelöst. Schwarzfallpassage. 2. Notiz. Merkwürdig, warum die Verfluchten an dieser steinernen Barriere wohl so viele Fallen aufgestellt haben. Ich werde mich etwas ausruhen, sollte nichts überstürzen. Für diese Fallen gibt es einen Grund und den möchte ich lieber später als früher erfahren. Ich werde einfach hier sitzen, wieder zu Kräften kommen und versuchen, die Fallen zu meinem Vorteil zu nutzen. Das ist alles? Ich dachte, wir kriegen hier ein paar fiese Tipps. Okay, wir müssen beim nächsten Mal versuchen, diese Steinwand, dieses Steintor aufzubekommen mit diesen beiden Seilen. Keine Ahnung, welches ich zuerst ziehen werde. Oh, welche Spannung sich aufbaut bis zur nächsten Folge. Na gut, an dieser Stelle ein Schnitt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es hier mit fleißigem Seile ziehen weitergeht.